ich wusste nur, dass die Scheiben zersplittert sind und dass es sich so verzogen hatte. Dann kann man sich das gar nicht vorstellen, wie der so auseinandergebrochen ist, so auseinandergerissen ist. Direkt hinter ihr wird der Speisewagen von der herabstürzenden Brücke auf eine Höhe von 15 cm zusammengepresst. Nun versperren die Trümmer den übrigen 6 Wagen und dem hinteren Triebkopf den Weg, die sich mit fast 200 Kilometern die Stunde wie eine Ziehharmonika gegen das Trümmerfeld falten. Udo Bauch befindet sich in Wagen 12. Auf einmal einen Schlag getan hat, einen Schlag, so stark wie ich ihn noch nie im Leben gehört habe. Und dann ging es auch sehr, sehr schnell. Ich habe mich dann im Zugabteil umeinander gehauen, bis ich dann voller Schmerzen im Abteil liegen geblieben bin. 101 Menschen sterben beim Unglück von Eschede. Es scheint sich um eine Verkettung tragischer Ereignisse zu handeln. Ein gebrochener Radreifen, zwei Weichen, eine Straßenbrücke, die zur größten Katastrophe in der Geschichte der Hochgeschwindigkeitszüge führen. Sollte dies der Fall sein, wenn es sich um ein bei technischen Systemen unvermeidbares Restrisiko handelt, dann bleibt dem ICE der Ruf als sicheres System erhalten. Aber in der nächsten Phase der Untersuchung machen die Ermittler eine beunruhigende Entdeckung, die beweist, dass das Unglück leicht hätte vermieden werden können. Der Hochgeschwindigkeitszug ICE ist verunglückt. 101 Tote sind zu beklagen und alles nur wegen eines gebrochenen Radreifens. Es ist der schwerste Unfall in der Geschichte der Hochgeschwindigkeitszüge. Nach dem Unfall wird der fragliche Radreifen zur unfalltechnischen Untersuchung ins Fraunhofer Institut nach Darmstadt gebracht. Die Sachverständigen dort interessieren sich insbesondere für die Räder dieses Zuges, weil es sich um eine Neuentwicklung handelt, die ausschließlich beim ICE eingesetzt wird. 7 Jahre zuvor, am 2. Juni 1991, wird der ICE eingeführt. Eines der Ziele dieses ambitionierten Projektes ist es, einen neuen Standard an Luxus und Fahrkomfort für die Reisenden zu etablieren. Der Zug hat massive Stahlräder, die auch Monoblockräder genannt werden. Aber die Deutsche Bahn, der Betreiber des ICE, hat bald Probleme mit ihnen. Kurz nach der Indienststellung der Züge wurde offenkundig, dass man ein technisches Problem mit der Radabnutzung hatte. Die Räder nutzten sich unregelmäßig ab. Und wenn das geschah, und besonders wenn der Zug mit hoher Geschwindigkeit fuhr, kam es zu Geräusch- und Vibrationsbelästigungen in den Waggons. Am deutlichsten wurde dies im Speisewagen, wo Teller wackelten und Gläser umstürzten. Auf dieses Image konnte die Deutsche Bahn gut verzichten. Um das rumpelnde Restaurant abzuschaffen, musste etwas unternommen werden, um den Ruf des ICE als komfortable Reisemöglichkeit zu retten. Professor Roderick Smith, Mechanikexperte am Imperial College London, erläutert. Was kann man tun? Man kann die Gleise radikal umgestalten. Nicht sehr praktisch. Gewaltige Umbauten am Zug selbst, ein anderes Federungssystem oder andere Räder. Und die naheliegende Antwort für die meisten Leute wäre, dass andere Räder die billigste Lösung sind. So a fairly obvious answer, most people would think that changing the wheel might be the cheap solution. 2 Monate nach der aufwendigen Einführung des ICE und unter dem Eindruck der wachsenden Kritik beschließt die Bahn, die Vollräder durch zweiteilige Räder zu ersetzen. Aber wie beeinflusst dies den Fahrkomfort? Ein traditionelles Vollrad oder Monoblock besteht aus einem massiven Stück Stahl. Ein zweiteiliges Rad hingegen besteht aus einem inneren Rad, umgeben von einem äußeren Radreifen. Dazwischen befindet sich eine Lage aus Hartgummi, die die Vibrationen absorbieren und ein weicheres Abrollen gewährleisten soll. Am 31. August 1992 erteilt die Deutsche Bahn dem Rad BR64 die Zulassung für seine ICE-Züge. Mit dem neuen Rad verbessert sich schlagartig der Fahrkomfort und im Speisewagen hat das Tassenklappern ein Ende. Dieses Rad scheint auf Anhieb ein Erfolg zu sein.
bis eines von ihnen versagt und eine furchtbare Kette von Ereignissen auslöst, die zum Unglück von Eschede führen. Die Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut möchten nun unbedingt herausfinden, ob bei diesem Radtyp ein Konstruktionsfehler vorliegt, der zu weiteren Unfällen führen könnte. Mit modernsten Prüfmethoden werden innerhalb von wenigen Tagen die Belastungen der gesamten Lebensdauer simuliert. Bei der Untersuchung des gebrochenen Radreifens vom Eschede-Unfall machen sie eine alarmierende Entdeckung. Der Radreifen ist durch Materialermüdung gebrochen. Sie tritt dann auf, wenn eine Bewegung dauerhaft wiederholt wird, wodurch Ermüdungsbrüche an Schwachstellen im Metall auftreten. Es gibt dafür im alltäglichen Leben viele Beispiele. Diese Büroklammer ist ein gutes Beispiel. Wenn wir sie hin und her biegen, nur wenige Male, kann man sie ganz leicht durchbrechen. Genau das ist im Inneren des Radreifens geschehen, der beim Unglück von Eschede gebrochen ist. Die Räder eines Zuges werden beim Abrollen tatsächlich gestaucht, aufgrund der starken Belastung des sich bewegenden Zuges. Diese Bewegungen sind minimal, aber die kontinuierliche Dehnung und Stauchung kann mit der Zeit zur Zerstörung des Rades durch einen Ermüdungsbruch führen. Bei zweiteiligen Rädern befindet sich zwischen dem Rad und dem Radreifen eine Schicht aus Hartgummi. Das relativ weiche Gummi ermöglicht es dem äußeren Radreifen, sich flexibler zu verhalten, als dies bei einem Vollrad der Fall wäre. Wenn sich der Radreifen durch Verschleiß abnutzt, erhöht sich diese Flexibilität. Ohne gründliche Untersuchung kann der Radreifen zu dünn werden und schon kleinste Defekte können zu Frakturen werden, die irgendwann aufreißen und dazu führen, dass der äußere Radreifen vom inneren abbricht. Mit katastrophalen Folgen. Beim ICE 884 ist genau dies eingetreten. Aber Ermüdungsbrüche bei Zugrädern entwickeln sich gewöhnlich über einen Zeitraum von Monaten. Die Frage ist, warum die Techniker der Deutschen Bahn dies bei ihren Routineinspektionen nicht bemerkt haben. Die Antwort auf ihre Fragen fanden die Ermittlungsbehörden bei der Deutschen Bahn. Wie sich herausstellte, hatten die Ingenieure im ICE-Werk München, anstatt sich auf ihre modernen Ultraschallprüfgeräte zu verlassen, die Sicherheitschecks an den ICE-Rädern lediglich mit Leuchtstoffröhren untersucht. Bei einer Radinspektion mit Taschenlampe kann man nur die größten und gefährlichsten Risse erkennen. Kleinste Ermüdungsbrüche in ihrer Anfangsphase keinesfalls. Für das Aufspüren von möglichen Rissen im Innern eines Radreifens ist dies also ein vollkommen sinnloses Verfahren. Die Techniker im ICE-Werk München hatten auch Inspektionen mit ihren modernen Ultraschallprüfgeräten durchgeführt. Die gewonnenen Daten wurden jedoch als unzuverlässig eingestuft, weil permanent Fehlermeldungen auftraten. In der Woche vor dem Unglück von Eschede wurde jedoch das Rad, das den Unfall auslöste, bei 3 unabhängigen automatischen Prüfungen als fehlerhaft eingestuft. Als die Ermittler den Fehlerspeicher aus dem Computer des Zuges auslesen, machen sie eine weitere erstaunliche Entdeckung. Sie stellen fest, dass bereits im April, 2 Monate vor dem Unglück, Zugbegleiter und weiteres Bahnpersonal unabhängig voneinander bis zu 8 Meldungen über Lärm und Vibrationen machen, die von dem Drehgestell ausgehen, an dem das defekte Rad läuft. Die Deutsche Bahn tauscht das Rad nicht aus. Der alte Radtyp ist seit 40 Jahren im Einsatz. Doch die Neuentwicklung der Deutschen Bahn, das zweiteilige Rad, wurde noch nie bei Hochgeschwindigkeitszügen eingesetzt. Üblicherweise werden zweiteilige Räder bei der langsamsten Art von Schienenfahrzeugen verwendet, der Straßenbahn. Im Juli des Jahres 1997, fast ein Jahr vor dem Unglück von Eschede, entdeckt die Betreibergesellschaft der Straßenbahn von Hannover gefährliche Ermüdungsbrüche an ihren zweiteiligen Rädern. Obwohl die Bahnen nur mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 24 km/h